Hallo und willkommen zu einer Folge Hafenkolonie. So, wir haben hinten jetzt noch unser Habitat gebaut, das heißt, da haben wir immer noch keine Leute drin. Warum arbeiten denn hier keine Leute drin? Das verstehe ich nicht. Echt, weil der nicht drin ist, arbeitet da keiner drin? Ich habe wie gesagt, arbeitet wegen seiner drin. Lol. Okay, sorry, Spiel. Das niedrige Anschalt heißt, da muss keiner drin arbeiten. So, dann bauen wir da wieder so ein Geothermal-Kraftwerk schon mal rein. Was sagt hier eigentlich auf? Na, Bedrohung. Ja, Bedrohung? Für Bedrohung habe ich denn? Oh. Giftige Abgase. Der nahegelegene Geothermalspeite bricht bald aus. Sobald die giftigen Gase deine Kolonie höchstwahrscheinlich über die Ansauglüfter erreichen, wird die Luftqualität drastisch sinken. Warte, dass die geothermalen Generatoren die giftigen Abgase aus wirklicher, von ihnen abgedeckter geothermalen Spalte verhindern. Was nochmal? Okay, das heißt, wenn ich jetzt sagen, Geothermal. Ist das ein Geothermalreaktor da? Kann ich einen Geothermalreaktor aufbauen auf diesem komischen Wasserloch da? Nee, oder? Nee, weil ich hab's gerade so verstanden, dass wenn das quasi jetzt auf so einer komischen Dings der wäre und wenn ich das Teil darauf baue, dass dann nichts rauskommt, oder? Okay, Frage ist halt, wie weit das denn hier fließt. Hier fliegt da die komische Luft. Jetzt habe ich eigentlich zwei nahe Bedrohungen. Was für nahe Bedrohung habe ich hier denn? Ich habe schon wieder zu wenig Nahrungsvielfalt. Okay, warte, was kann ich erstmal einstellen? Du machst jetzt Brot. Und du machst nur Mehl. Ja, ich weiß, es sind Sporen entdeckt. Oh, die kommen hier rüber. Nee, geh weg. Pusten. Ja, ist das was anderes? Warte mal, Creep-Sporen. Dafür brauchen wir diese komischen. Hier. Schrubberdrohnen. Die brauchen wir dafür. Wir brauchen eh zwei Stück. Dann machen wir einen hier und einen hinten hin. Da so eine Schrubberdrohnen-Dings hin. Und da rein. So. Alter, jetzt geht's ja aber langsam ab. Okay, dann wir brauchen bald eine zweite Wasserquelle. Wer ist richtig? Wasserpumpe. Kläranlage. Wir können auch den hier einfach an sich bauen, ne? Falls halt nur wie effizient ist der jetzt wirklich. Was mir. Reicht der mal? Eine Theorie her? Oh ne, das ist eine bestimmte Range. Okay, ja gut, bauen wir einfach jetzt dahinter, würde ich sagen. Weil da habe ich ja gegebenenfalls auch noch ein Gebäude oder so reinbauen eigentlich. Kann einfach da hinbauen, ne? Uiuiui, wo sind meine Ansauganlagen? Bist du eine Ansauganlage? Du bist das. Was ist hier eigentlich? Oh, mein Lara ist voll. Oh shit. Mein Lara ist voll. Was ist das? Achso, wir werden. Oh, da! Null. Das sind diese komischen Creep-Sporen hier. Verstehe, und da ist gerade die Drohne, die das Ding sauber macht. Okay. Was haben wir hier noch? Eisenvorkommen ist erschöpft. Wenn jemand Eisenvorkommen ist, ist auch noch leer. Alter, das geht mir gerade alles ab. Nur Probleme überall. Okay, dann erstmal brauchen wir, weil können wir Lapa doch einfach upgraden hier, ne? Warte mal. Aufrüsten. So, das Ding ist das leer. Also an sich kann ich einfach abreißen, wa? Kann ich auch reparieren? Was heißt denn reparieren? Nee. Gut, dann recyceln wir dich. Dann brauche ich dich hier auch nicht mehr. Wo an sich der Scheißreis wieder abbrechen? Nee, ne? Egal, hätte ich auch einfach stehen lassen können. Muss ja hier gucken. Obwohl, eigentlich ist der Türchen noch verbunden durch das Gebäude denn da und so, aber ich glaube, ich baue da schon noch wieder einen eigenen Weg hin. Damit es besser aussieht. Okay, das heißt, wir brauchen wieder ein bisschen hier am besten hier hinten dann irgendwie hingehen, dass wir da bauen können. So, weil haben eigentlich die höheren Drohnenteile hier. Mann, das fehlt ja nicht. Haben wir eine höhere Reichweite? Es geht ganz schön weit hier mittlerweile. Mittlerweile haben sie auch eingesaugt hier, ne? Naja, ist jetzt halt so. Wird auch irgendwann, ja, hört auch gerade wieder auf. Aber wenn ich dich upgrade hier, warte mal, du bist so ein, nee, du bist so ein Knotenpunkt. Du wirst natürlich besser. Nur eine Drohne mehr, ne? Das heißt, es ist einfach nur die Arbeitseffizienz. Ja, ganz ehrlich, mehr Drohnen brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche wieder eine höhere Reichweite.
Ja, hier können wir auch Energie mehr produzieren, ne? Aber ehrlich gesagt brauche ich das, glaube ich, gar nicht. Dieser Geothermal-Generator, der ist schon ganz schön krass. Bis noch brauche ich das nicht. Tja. Ja, hier oben saugt das halt ein, ne, auf jeden Fall. Genau, machen wir aber auch auf jeden Fall gut plus. Wasser eher weniger. Ja, das ist wieder fast voll, Alter. Aufrüsten. Ich glaube, ich brauche aber sogar doch sofort eine zweite Halle dahin. Da war eine Stufe 3. Boop. So, da brauche ich noch einen Weg rein. Boop. Oh, 68% nur noch. Hm. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen Dienstleistung bauen oder so, damit die ein bisschen zufriedener sind. Macht die Kreuzung auch irgendwas? Leichte Erhöhung der Entertainment-Moral. Ich kann einfach mal so einen Park hier reinbauen. Was machst du im Park denn? Alles dasselbe. Entertainment-Moral. Das wüsste ich nicht. Warte mal. Die Interaktion, die Unterhaltungsmoral leicht erhöht. Ja, das Entertainment-Moral ist ja dasselbe, oder nicht? Das ist nur das englische Wort dafür. Brunnen. Wir bauen eben so einen Mini-Park rein. Und daneben bauen wir Kristalle, ne? Bitteschön. Komm ich mit dir jetzt schon da ran? Wo ich komme ich da oben jetzt ran und unten mit der Mine? Ne, doch. Da komme ich schon ran, hier leider nicht. Das heißt, dafür muss ich noch einen zweiten Drohnenpunkt hinsetzen. Upp. Okay, wir brauchen ja mal Dienstleistungen. VR-Zentrum. Dekontaminierung, Krankenhaus, mal Krankenhaus. Brauche ich auch noch ein Krankenhaus rein. Boop. Unser Wasser hat immer weniger, ist nicht so schön, ne? Also das Teil, was ich gebaut habe, irgendwo, wo war denn das? Die Kläranlage, die scheint nicht so krass effizient zu sein, muss ich sagen. Macht ja gar nichts. Null Wasser pro Stunde, geil. Ist ja, hey, oder hätte ich die direkt daneben bauen müssen? Da waren diese Pfeile doch dran, warte mal. Pause. Da steht ja angrenzend im Wohngebäude, aber ich schätze mal, dass die Pfeile da sind, oder nicht? Aber eben macht die ja gar nichts gerade. Hm. Okay, dann baue ich lieber doch mal 36, jetzt nehme ich wieder ab und baue eine Wasserpumpe, ne? Was sag ich hier mal? Meinen Bauknoten hier, was soll ich mal bauen? Da. Ich glaube, da werde ich die Priorität mal wieder. Müssen wir noch ein paar mehr Leute drin arbeiten? Weil hier in der Mitte baue ich schon relativ viel. So, aber danach mache ich auf jeden Fall ein Plus. Also über das ganze Jahr hinweg auf jeden Fall, wie es aussieht mit 1600 jetzt. So, das ist auch fertig, das heißt, wir können jetzt ein weiter Metall abbauen. Mine Stufe 3. Ja, das verbinden können wir ja noch machen. Jetzt arbeitet da wieder keiner drin. Ach komm, ey. Ist das wieder zu weit weg oder. Ja, das sieht einfach so aus, ne? Selbst wenn ich die Prio hoch mache, darf trotzdem keiner Bock drauf zu arbeiten. Dann. Der kann einfach nur 5 Stück pro Kolonie bauen, statt dann, ne? Die ist ja ein bisschen automatisch mit bis zu 5 Teilen. Nee, das ist ja egal. So, ich hoffe mal, Wasser wird jetzt wieder höher. Weil ich zwar irgendwie ganz zeitgrüne Zahlen, aber irgendwie ist er trotzdem weniger. Luftqualität. Wo ist sie denn niedrig? Hä? Arschneider hier oben steht direkt näher neben. Oder ist das noch wegen dem Gift drin, was hier so rumgeflossen ist? Rumgeflogen ist wahrscheinlich, oder? Was geht das Schild ab? So, Gebäude sind nicht verbunden, ja. Weiß ich auch selber, dass die Gebäude nicht verbunden sind.
Hup. Und brauche ich auch schon mal zwei Stück hier hin. Da schon mal Weg ran. So, das aber noch, Leute. Okay, aber die Trio-Prio. Ach da. Ja toll, natürlich ist er jetzt da und das andere Ding steht da hinten, ey. Ja gut, der andere ist eh letztes Mal auch abgehauen, der wird auch wieder abhauen, ja. Abgehauen, oh lol. Das wollte ich nicht. Ich will wieder reinzoomen. Wo war ich jetzt? Mine. Ah, das ist schon wieder weg. Weil wenn man Pech hat, schießt er wahrscheinlich auf irgendein Gebäude rauf. Ich weiß nicht, ob es dann kaputt geht oder ob man es reparieren kann oder wie auch immer. Aber bisher hat er ja nichts getroffen. Daher liegt das Problem. So, was wir jetzt aber auch mal machen können, vielleicht ist irgendwann mal hier bei den... Tja, ne, dich nicht. Nein, das ist ja nur immer bauen. Habe ich es nicht schon mal irgendwo gebaut? Ne, habe ich nicht, oder? Ich finde die hier zwar auch noch so, aber irgendwie, muss sagen, das interessiert mich eigentlich nicht so wirklich, hier gerade so diese Oberweltkarte, dass wir da irgendwie so einen Außenposten oder sowas bauen können, oder eine neue Siedlung oder sowas zum Beispiel hier. Zum Beispiel Siedlung. Will ich eine neue Siedlung bauen, du? Weil ich bin mit meiner gerade beschäftigt, so, das verstehe ich nicht so ganz, die sind dahinter. Man stützt ein Kriegsschiff, das im Kampf doppelt so effektiv ist. What? Was bringt mir denn Expeditionsteams? Jetzt bauen sie einfach auch mal, einfach nur zu wissen, was das macht. Da oben kann ich sie hinbauen, kein Baudrom mehr in Reichweite. Dann hat Data, sonst dann Nalin auf ihr leer, auch schön. Was habt ihr denn für Problem? Wo läuft ihr lila? What the fuck? Eigentlich kann ich immer wieder was forschen. Eigentlich kann ich mal upgraden, dann kann ich nicht. Und wir forschen aber irgendwas. Hier am Bildschirm. Ich habe alles anklicken, wir forschen aber alles. Wir forschen uns aber alles. Ich habe keine Prio auf irgendwas. Wasser nicht drin, ich habe wieder 1000 Wasser, bitte. Ist doch mehr geworden. Okay, die Creep-Sporen kommen wieder. Handelszentrum ist inaktiv, ja logisch. So, warte mal. Wie funktionierst du denn jetzt? Handel. Import, nichts. Handelsbindung. Okay. Okay, für 125 Rationen. Das ist, wir haben keine Rationen. Für Gerste kriegen wir Eisen. Pasta. Okay, Gold will ich ja nicht tauschen. Da habe ich gar kein Gold. Also hier Naliten und so will ich nicht wegtauschen. Limonade, Pasta, Müsli. Für Wasser kriegen wir Reis. Na toll. Also was mich am meisten interessieren würde, wäre dann die beiden. Okay, wir müssen mal Gerste anbauen und dann Eisen damit handeln, würde ich behaupten. Dann können wir dadurch nämlich Naliten herstellen. Dem ist, was mir gerade einfällt. Produzieren wir, haben wir eigentlich? Habe ich ja auch nicht nachgeguckt, ne? Ist das alles, was wir hier besitzen? Wahrscheinlich, ne? Okay, das heißt, wir besitzen kein Eisen. Hat mich gerade nur interessiert, ob wir vielleicht. Weißt du, das ist dasselbe Prinzip. Wir haben halt eine Mine Stufe 3, aber nur ein Verarbeitungszentrum Stufe 2. Ob das dann überhaupt so effizient ist, dass das alles wegarbeitet, aber sieht auf jeden Fall so aus. Okay, das heißt, wir fangen mal an, das einfach Gerste anzubauen. Das heißt, ich baue einfach hier nochmal ein neues Gewächshaus hin und baue da mal ein bisschen Gerste an. Wo kriege ich denn eigentlich Gerste? Nicht so schön, die Gerste auf unserem Planeten, sehe ich gerade. Der wird 6, war nicht, der muss gerade 6,5, da wird 6,5. Da wird 6. Wo ist auch irgendwo? Die fährt nicht mit so reinbauen, das ist halt scheiße wieder, wenn es dann durch 7,3, lol. Aber wollte ich da hin. Dann kann ich es einfach wahrscheinlich einfach anklicken. Und sobald wir denn die jeweiligen Materialien haben. Nee. Oh, ich habe das falsch rumgelesen. Für 25 Eisen exportiere ich. Dafür kriege ich die Gerste. Ich bin dumm. Das ist falsch rum, wie ich das gelesen habe. Ich kriege das hintere für das vordere. Wie kriege ich denn Gold? Ich gebe mir ja kein Gold für irgendwas. Da will ich davon gar nichts haben eigentlich. Das hier würde ich gerne haben, weil es hat nur viel Gold.
Aber so explodiert jetzt Eisen im Füge erste. Das will ich ja nicht, ist so dumm. Nee, scheiße. Hm. Das ist irgendwie alles kacke denn. Weil wir ja importieren, wenn dann. Tja, also deswegen, das ändern die sich die irgendwann? Weil wenn das jetzt alle Handelsverträge sind, sind die ja mega scheiße. So, what the fuck. Vielleicht ändern die sich auch irgendwann. Okay, dann war das doch Gebäude hier, brauche ich das gar nicht. Und dich, das Ding abschalten kann ich ja nicht. Dafür brauche ich ja irgendwie eine Energiebatterie mit gespeicherter Energie. Warte mal. Energiespeicher, ist das eine Energiebatterie? Wo ist ein Energiespeicher irgendwo hin? Und die werden noch gebaut hier unten. Die stehen ja alle. Aber sonst läuft es ja jetzt da gerade eigentlich ganz gut. Wir machen sehr viel Nahrung plus, Wasser gerade ebenso. Vielleicht. Die Luftqualität ist irgendwo immer noch zu niedrig. Immer noch da oben, was irgendwie Schwachsinn ist, weil direkt daneben die Ansauglüfter steht. Aber die wird dann wieder abgeschossen werden hier. Okay, den ist, ich brauche hier hinten auf jeden Fall auch mal eine Verteidigungsanlage irgendwie. Das war. Nee, was waren hier von Verteidigung? Das Ding. Das muss mal repariert werden, wie es aussieht, ne? Wasser niedrig, okay. Hier unten habe ich auch keine Ansaugstation oder so daneben. Das kann ich dann wenigstens nachvollziehen. Mal Stufe 2 hier nennen. Also ist das kaputt schon? Ist ja aus, ne? Die Spore scheint weg zu sein. So. Im Anflug. Sehr schön. Wo fliegt die hin? Inaktiv. Puh. Okay. Was mache ich jetzt mit dir? Ich kann nichts einstellen oder so. Cool. Macht ihr jetzt irgendwas von sich allein oder wie? Hä? Okay, warte mal, was stand dabei? Damit kannst du Expeditionsteams auf Missionen außerhalb der Kolonie schicken. Zum Beispiel für Rettung, wissenschaftliche Analysen, Ressourcenbeschaffung, Kampfmissionen und Bergung von Objekten. Ja, aber ich kann ja nichts auswählen oder so. Okay, natürlich jetzt. Ah, okay. Landwirtschaftsscanner. Wir haben eine Stelle besonders gut für. Das könnte eine zukünftige Kolonie sein. Landeplatz. Wir planen diese. Was ist das? Warum ist hier so eine Schneewüste, Alter? Also, jetzt ist alles so Schnee, stimmt. Wir planen in Zukunft eine neue Kolonie an diesem Ort. Ne, das wollen wir auch nicht. Wenn man jetzt unsere Spezies der einheimischen Flora entdeckt, dann möchten wir, dass du ein Team in hochschickst, um sie zu analysieren. Das könnten wir halt machen damit. Oder wir retten nämlich Leute, wenn wir Einwohner haben. Retten wir die mal, würde ich sagen, oder? Macht doch, glaube ich, irgendwie Sinn. Okay, suchen wir mal wieder rein. Auch weiter rein. Gehen wir mal ein bisschen Vollgas. Wird er jetzt abgeschossen? Aber so, einfach schon, aber hat sich, glaube ich. Ich glaube, es hat ihn nicht wirklich interessiert. Okay, ich sehe gerade, dass da wir Vollgas geben, wir machen immer noch sehr viel Wasser im Minus. Das heißt, mehr Wasserpumpen. Das stimmt, ich habe bei meiner zweiten Wasserpumpe gar nicht darauf geachtet, wie viel Wasser der hier gemacht hat, ne? Hier mache ich 25, meine ich da. Da auch. Da kommt da gut 25 Wasser. Das mal Vollgas. Ich werde jetzt nicht unbedingt irgendwas zu tun haben. Unsere Zustimmung ist noch bei 55%. Ich glaube, wir werden bald gefeuert. Sehe ich denn irgendwo meine verschiedene Zufriedenheiten? Meine Moral ist nicht so hoch. Na schön. Was Moral ist, ist das einfach nur meine. Ist Moral ist auch meine Zufriedenheit einfach? Und hier sehe ich das durch, ne? Wahrscheinlich. Luftqualität ist halt nicht so geil. Und das Wasser kann sein, dass es so knapp ist. Und meckern die rum. Gesundheit, ich habe ein Krankenhaus gebaut. Was wollt ihr denn? Seid ihr doof? What the fuck, ey. Hier steht ein Krankenhaus. Gesundheit ist nicht so gut. Mi. Hier, ey. Bitteschön. Dienstleistung.
VR-Zentrum. Oder meine Energie ist schon wieder. Ich glaube, die haben mehr viel Energieverbrauch, kann das sein, die Gebäude hier. Hm. Tja, bietet zwei Modi, Nahrungsqualität, irgendwas. Könnten wir einfach davon noch so ein Ding bauen. Einfach da quasi einen anderen Modi einstellen. Mal noch upgraden könnten wir die auch noch. Doch, mach ich auch einfach so. Bam. Dann upgraden wir dich noch. Du bist ja nicht mehr inaktiv. Leute, die haben mich schon gerettet, Alter. Was? Die haben mich schon gerettet, das ist doch inaktiv. Gut, weil ich halt so schnell vorgespult habe, ne? Gut, dann kannst du jetzt das da machen. Analysieren. Das ist unser Wasser gerade das Problem. Und Luftqualität immer noch. Ich habe das Ding noch daneben stehen, Alter. Oder brauche ich, irgendwie die Dinger hier noch? Luftfilter. Da einen Luftfilter hin. Brauche ich hier noch einen Luftfilter hin, da die auch immer rummeckern. So, habt ihr sie eigentlich auch hochgestellt? Nee. Mache ich das Wasser plus oder mache ich das Wasser minus? 700. 700. Ein minimaler Anstieg ist auf jeden Fall dabei. So, was ist jetzt wieder? Wenig Nahrungsvielfalt. Ja komm ey. So, ihr seid fertig. Deswegen, ich will jetzt da oben die Siedeln. Also eigentlich bringt mir die jetzt gar nichts mehr, das Teil, oder? Da kommen ja immer neue Sachen dazu bei der Oberwelt. Jetzt habe ich nur da, wo ich siedeln kann. Versorgen, da will ich ja nicht. Platzieren will ich ja nicht. So, eigentlich bringt mir das Teil jetzt gar nichts mehr, oder? Vielleicht aber woanders hin kann ich auch nicht mehr, das ist ja die gesamte Karte. Kann ich einfach irgendwie erkunden oder so. Erkunde mal die Insel da oben. Vielleicht ist da ja irgendwas. Was man da sein soll. wie viel Dings brauchten wir statt am Anfang? Zufrieden, also hier Wahl gewinnt. Ich glaube 55% oder so waren das auch, die ich haben musste oder nicht, wenn ich gewählt werde. Das war nicht immer nur 50 oder so, das waren aber 55%. Das ist jetzt wieder minimal gestiegen, immerhin. Also wir haben es dabei wieder stehen, ne? Jo, dann mach ich mal auf den Bistro-Modus. Das haben wir ja auch geupgradet. Impfstoffe haben wir gar nicht. Wir brauchen schon Impfstoffe oder sonst. Forschung abgeschlossen, yay. Gut, wir sollten uns echt nochmal um neue Nahrung kümmern. Dann bauen wir einfach Brokkoli. Nee, Brokkoli ist scheiße, wie sieht das alles sonst kacke, ey. Reis bauen wir, was bauen wir nochmal überall an? Da bauen wir Mais an. Kann ich aus Reis dann irgendwas herstellen von der Theorie her? So ein Reiskeks oder so, ey. Brot, Gerste, Bräuchte, Pasta, tja. Tja, tja, tja. Können wir Gerste anpflanzen und daraus Müsli herstellen, so von der Theorie her. Aber dann, ja. Wir werden wieder gewählt bald. Dann bauen wir mal Gerste an, machen daraus vielleicht Müsli. So, war das hier war auch eigentlich ganz gut, oder nicht? Ist das schon so, hat keine Arbeiter? Oh, ist mir egal. Jetzt habe ich keine Arbeiter. Da, ich habe Arbeiter. Gerste, dahin. Dann stelle ich bei dir einfach ein. Ne, nicht du, warte mal. Wo war mein zweites Dingszentrum hier? Das war meine zweite Mühle. Du bist meine zweite Mühle da. Dann machen wir hier einfach noch, dass du quasi dann das damit herstellst und einfach upgrade mit dich, dann, dass du schneller herstellst und fertig. Okay, 65% sind wir wieder bei der Zufriedenheit. Hat sich hier eigentlich mal irgendwas geändert oder so? Ey, das Ding ist ja komplett scheiße, denn ganz ehrlich. Weil das will ich nicht wegtauschen, die brauche ich ja selber, ganz ehrlich. Das macht eben für mich keinen Sinn. So, Gold haben wir nicht. Ich weiß ja nicht, wo ich Gold herbekomme, wo ich überhaupt sehe, dass ich Gold habe. So, hä?
So, keine Ahnung, müssen wir wahrscheinlich auch abbauen, so von der Türe her. Wir können eine Gerste für Limonade tauschen, okay. Wir können Brokkoli für Pasta tauschen. Okay, es sind halt 100 Brokkoli für 150 Pasta, das ist ja von der Türe eigentlich schon lohnenswert. So gesehen. Aber ansonsten. Tja. Ich kann das einfach mal machen, komm. Ich baue noch ein Gewächshaus, das baut dann Brokkoli an. Brokkoli ist aber echt scheiße auf meinem Planeten, ist das Ding. Ja, ne, das lohnt sich aber gar nicht. Ist aber viel zu wenig, was dabei rumkommen würde. Tja, aber jetzt das Dörf, wir sagen, wir sparen es auf jeden Fall das nächste Mal jetzt auf. Ja, ja, ich weiß. Auf das Ding her. Für 420. Großes interaktives Museum, das Kolonisten eine große Zivilisation der alten Erde näher bringen. Konstruktion und Instandhaltung sind extrem teuer. Und der Bau dauert sehr lange. Na schön. 72 Energie. Tja, wir brauchen glaube ich mal wieder Energie. Vielleicht sollten wir doch anfangen, das Zeug hier abzubauen und damit Energie herzustellen. Sollte eigentlich nicht das Problem sein. Boop. Bauen wir da eine Mine drauf. Falls da eine Mine muss da draufstehen. Ich glaube, ich baue das mal einfach nur. Mann, wo ist denn die Mine hier schon wieder? So eine billige Mine da drauf. Von Stufe 1 und hoffen mal, dass die einfach genug macht. Und dann haben wir hier irgendwo. Was war das denn? Du warst das eigentlich. Achso, brauche ich das Zeug auch erstmal für. Na gut. Bei unserer nächsten Mine, wir hätten oben halt noch so eine Geothermal-Zeug, aber das ist schon ganz schön weit weg mittlerweile, ne? Wir haben so ein Ding leider, glaube ich, auch nirgendwo. Das heißt, ganz ehrlich, die normalen Teile sind jetzt nicht so krass eigentlich, das ist ja das Ding. Na klar, die machen ja im Sommer schon recht viel, aber im Winter halt auch nur noch. Okay, die machen im Winter halt noch 13 wenigstens. Aber naja, ist das auch nicht so viel. Ich könnte einfach mal so ein Teil reinbauen und da und fertig. Das hat mir gerade 60 Naniten gekostet, ne? Schon mal schon teuer gewesen eigentlich. Aber ich will so eine Kampfmusik hier. Was soll das? Okay, aber ich beende die Folge mal wieder vor heute. Fängt mal so auf. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.